Ich würde es mal probieren, ob ich die irgendwie überredet kriege. Also ob ich das schaffe, dass die einfach abhauen. Dann hatten wir hier noch einen Schatz. Ja. Ein Erdhaufen. So. Hatten wir hier vorne auch schon. Ja, das hatten wir schon hinmarkiert. Und dann müssen wir dann. Dann waren wir wenigstens auch nicht. Ups. Nee, gar nicht. Sterbenden Charakteren helfen. Sterbende Charaktere stehen wieder auf, wenn sie Trefferpunkte zurückgewinnen. Das hat mir nur jetzt nichts mehr gebracht. Okay. Wir probieren nochmal aus, ob wir die tatsächlich irgendwie bequatschen können, dass die abhauen. Wir können ja dann würfeln. Und dann können wir uns hier in Ruhe umsehen. Dann kriegen wir zwar nicht ihren Loot. Okay, das hatten wir schon. Der Blick. Okay, wir versuchen es mal mit überzeugen. Das Schiff ist voller Monster. Ich würde mich nicht in die Nähe wagen. Wir haben keinen Bonus. Wir können... ja, komm, machen wir mal. Vielleicht hilft's. Oh, wir haben eh 19. Wäre gar nicht nötig gewesen. Mal gucken. Naja, wenn das so ist... Kommt, wir wollen uns ja nicht umbringen lassen. Der zweite Wurm frisst den Käse. frisst nicht die zweite Maus den Käse? Niemand kriegt hier Käse, verdammt! Bewegung! Weg sind sie. Ihr seid schlauer, als ihr aussieht. Dachte schon, es kommt zum Kampf. Ja, Kampf wäre nicht gut gewesen, wie wir gemerkt haben. Okay, sie sind weg. Das ist doch was. Zeit und Elemente haben die Tafel unleserlich gemacht. Schade. Jetzt können wir uns hier umgucken. Geborstener Stein. Vorsicht, nicht, dass du runterfällst. Unter uns ist etwas. Ja, da kommen wir ja gerade her. Nichts drin. Gehen wir mal da hoch. Wäre ja cool, wenn die jetzt hier eine Schaufel stehen gelassen hätten oder so. Ist halt nichts drin, schade. Ich fände zum Beispiel ein Fallenentschärfungswerkzeug ganz gut. Was? Ein Dracheneipilz. Oh, tatsächlich, den sieht man kaum, weil er so grün ist. Rezept freigeschaltet, Drachenei-Pilzasche. Okay, aber sonst ist hier nichts mehr. Hier ist verschüttet. Aber wir haben einen Drachenei-Pilz gefunden. Gucken wir mal auf die andere Seite. Würde mich nicht wundern, wenn das auch einbrechen kann, wenn man zu oft drüber läuft. Oder wenn jemand zu Schweres drüber läuft. Ab so einem bestimmten Gewicht. Ah, da sind wieder die Ranken. Die sollten wir nicht berühren. Oben ist noch eine Kiste. Witzig ist ja, dass die jetzt genau in die Richtung vom Schiff gerannt sind. Meerrettich. Okay. Da hinten kann man auch hoch und runter klettern, wenn man möchte. Gar nicht so nötig, oder? Oh. Wasser? Ist hier echt, hier ist eine Pfütze? Ich bleib erstmal in der Ruine. Weil ich will wissen, was hier noch alles ist. Ach, guck mal, die haben sogar ihre Schlafmatten vor lauter Schreck stehen lassen. Aber da sind auch überall diese Ranken. Da haben sie aber nicht gut geschlafen, oder?
Rucksack. Laufsack. Könnten wir hier eine Long Rest machen? Da drin. Okay, auch wieder ein Seil, Fackel, Diebeswerkzeug. Und Essen. Mal gucken. Oh, tatsächlich. Ich liege aber nur da. Wenn wir jetzt hier klicken. Lange Rast. Kehre in dein Lager zurück, um zu rasten und dich mit Begleitern zu unterhalten. Das habe ich noch gar nicht, oder? Kurze Rast. Lange Rast. Wir brauchen jetzt eigentlich gar keine. Ich möchte wieder aufstehen. Ist das die andere Seite? Ich glaube, das ist die andere Seite, wo wir nicht durchgekommen sind durch die Tür. Ach, die Kamerawinkel sind aber teilweise schon ziemlich beschissen, oder? Das ist doch garantiert genau diese Tür. Hä? Oh. Seid ihr das Krimmelbock? Alles klar da draußen? Also ich könnte jetzt... Aber ich bin nicht gut im Auftreten. Täuschen. Krimmelbock hat eine Falle ausgelöst. Wir brauchen sofort Hilfe. Krimmelbock ist geflohen. Bock ist geflohen. Eure Freunde haben euch zurückgelassen. Das wäre die Wahrheit. Ach ja? Waren schon immer Schwächlinge. Aber ich habe noch mehr Freunde. Kommt rein, dann könnt ihr sie kennenlernen. Glaube ich nicht. Ich glaube, er ist allein. Ich glaube, der ist allein. Außerdem ist die Tür zu. Verschlossen. Vielleicht liegt ja der Schlüssel hier irgendwo rum. Wobei, da hinten ist alles leer. Und diese Leiter, die geht doch bestimmt nur eben da hoch, wo wir gerade schon waren. Das ist nur, dass man ganz schnell da hochkommt im Notfall. Jetzt dann gucken wir mal, ob wir die knacken können. Ich meine, vielleicht haben wir ja nicht umsonst Diebeswerkzeug gefunden. Ja. Das sollte eigentlich klappen. 8. Aber so schwer ist die Türe nicht. Benutzt. Aber das geht doch nur eins weg, wenn es abbricht, oder? So habe ich es verstanden. Ja, wir haben schon noch alle da. So, und jetzt? Willst du rauskommen? Oder wir kommen rein? Ja, wir sind jetzt im Speiseraum. Okay. Und er ist alleine. Was Besonderes zu sehen ist nicht. Vor allem, wieso war er eingesperrt? Ich lass mal Kiri hier oben stehen, wegen guter Position zum Schießen. Und dann soll sie da runterlaufen. Ziehen wir als Lockvogel. Ah, du sollst oben stehen bleiben. Ah, da müsste ich den Gruppenmodus aufheben, ne? Dann bleibt sie oben. Ich klicke halt immer auf die Leute. Dann bleibt sie hier oben stehen, ne? Genau. Und dann läuft sie nicht hin und her. Da ist er. Oh, das sind tatsächlich mehr noch. Oder? Nee, der heißt so. Haseid ist seine Klasse, ne? Und Torga heißt er. Seine Rasse, seine... Ja, weil wir nicht eigentlich nicht wissen, wie er heißt, oder? Kann ich den irgendwie anloggen? Aber wenn es nur einer ist, ist ja fast egal. Oh, lecker Essen. Wurzpaket, Plündererkiste. Lass mal gucken, vielleicht kommt er ja dann. Nö, der steht immer noch da. Er redet irgendwas. Ah, ein Bogenschütze. Oh, es sind tatsächlich mehrere. Mindestens zwei.
vor allem, ich gucke dauernd links und das ist eigentlich... Hä? Ich bin jetzt hier reingekommen, ne? Nee, ich stehe hier. Da ist die Tür. Da ist sie. Was ist denn das hier? Dieser Haken? Warte mal. Nix, oder? Das ist natürlich jetzt die Frage. Wie viele sind das? Boah, so lecker essen. Vorratspaket. Danke. Würstchen. Diese. Nice. Ich komme mir vor wie in Elder Scrolls. Das Bild. Porträt von Fane. Tintenfass und Federkiel. Das brauchen wir bestimmt für irgendeine Quest, oder? Dass man das wieder zurückholt. Huch, nochmal. Da kann man auf den Stuhl steigen, ist ja auch nicht schlecht. Lagerfeuer. Können wir vielleicht auch ausmachen. Oh, man könnte eine Kerze anmachen. Sehen wir vielleicht auch ein bisschen besser. Paprikastuhl. Könnten wir mit dem was machen? Nö. Milchkanne. Ein Schneidbrett. Okay. Dass die mich nicht hören. Na, gucken wir mal auf der Seite. Bücherstapel. Nichts. Mal ein bisschen Licht anmachen. Noch mehr Bücher. Noch mehr Bücher. Oh. Sicht des Sterblichen. Augenzeugenberichte aus der Baalbrutkrise. Massengefertigtes Buch, in dessen Deckel ein billiges Imitat eines Baal-Symbols eingeprägt ist. Wollen wir es mitnehmen? Aufheben und zu Waren hinzufügen. Was für Waren? Wir lesen mal. Das Gildensiegel auf der Innenseite des Einbands gehört zu einem Druckereikollektiv in Baldurs Tor. Natürlich erinnere ich mich. Ich wusste in der ersten Sekunde, dass das Mädchen Ärger bedeuten würde. Kleine Diebin, die sich ständig einmischt. Und dieses Bündel, dieses Mündel Gorions ist schnurstracks mit ihr mitgegangen. Oh, geht es um Imuen? Kein Wunder, dass das Blut einer bösen Gottheit durch ihre Adern floss. Anonym, Kerzenburg. Oh, wir werden hier gespoilert. Zarebok und seine Bande sind immer die Ersten, an die ich denke. Wisst ihr, dass all das mit einem Stück Eisen in Nashkel begonnen hat? Alle dachten, ihre Waffen würden in ihre Hände fallen. Damals dachte ich, das Problem sei schlechte Handwerkskunst. Ich hätte den Mann nie für einen Sohn Baals gehalten. Amnischer Söldner auf einem Sterbebett. Ihr wagt es, diesen Namen vor mir auszusprechen? Meine Herrin wurde zu Asche verwandelt, als sie gegen diese vermaledeite Kreaturen kämpfte. Ich verfluche Baal. Ich verfluche Irenikus und ich verfluche euch. Feindseliger Vampir, Armenviertel von Atkala. Also unterschiedliche Aussagen von irgendwelchen Leuten, die nicht unbedingt stimmen müssen. Die fünf haben Teti in Stücke gerissen. Ich glaube nicht, dass irgendjemand dachte, noch mehr Baalbrut würde den Krieg beenden, den dasselbe Pack verursacht hatte. Andererseits waren sie nicht abgeneigt, sich gegenseitig zu töten, was? Gut, fort mit ihnen. Hoffentlich wurde jede einzelne von ihnen vom Antlitz Pherons gelöscht. Auch ein ehemaliger Söldner. Ich bin nicht befugt, mit jemandem wie euch über einen Mord zu sprechen. Wenn ihr dagegen Einspruch einlegen wollt, geht zum Seeturm. Aber ganz ehrlich, wen schert es, wenn Baalbrut ermordet wird? Ihr Vater ist der größte Mörder von allen. Panzerhandschuh der flammenden Faust, Baldurs Tor. Es folgen noch mehrere hunderte weitere Gespräche, die meist in ähnlich angespannten Ton. Aber das ist ja dann einfach nur eine Sammlung von Aussagen darüber, ne? Ich nehm's mal mit und hoffe, dass wir vielleicht irgendwann ein Bücherregal kriegen, wo wir es reinpacken können. Fluch des Vampirs. Vampirs. Alter Text auf brüchigem Papier.
Der Titel trägt jedes heilige Symbol, das du je gesehen hast. Dazu einige, die du nicht kennst. Lauscht genau und hütet euch vor dem Vampir. Hütet euch vor seiner kalten Schönheit. Hütet euch vor seinem Charme. Hütet euch vor seinem Fluch. Vor allem aber hütet euch vor dem fahlen Adligen, denn der Vampir erträgt es nicht, zum Pöbel zu gehören. Wie schützt man sich vor der Bestie? Geht nicht in dunkelster Nacht hinaus, denn diese Nächte liebt der Vampir mehr als alle anderen. Da ist ein Ess zu viel. Wenn ihr aber ausgehen müsst, tut es beim Mondschein und seid auf der Hut. Tragt stets den Segen und die Zeichen eures Gottes bei euch. Denkt aber daran, euer Zuhause ist eine Festung, wenn es gut geschützt ist. Wenn es des Nachts klopft, seid auf der Hut. Lasst keinen Fremden ein. Ist es ein Freund? So betrachtet ihn genau. Ist er blass und bleich? Seht ihr Male an seinem Hals? Seht ihr Schmutz an seiner Kleidung? Wenn sein Begehr nicht äußerst dringlich ist, schickt alle fort, außer engsten Vertrauten. Und wenn die Bestie einen Weg in euer Heim findet, flieht, lasst Liebe und Familie zurück. Was? Ihr werdet sie nicht retten, wenn ihr kämpft. Ihr werdet sie nicht wiedersehen. Sie aber werden euch sehen, fahl und lächelnd, und euch zu sich in die Nacht rufen. Oder ich werde sie sehen, fahl und lächelnd. Und dann haben wir noch die unbeanspruchte, stabil gebundene Geschichte einer Klerikerin Schars, deren Seele nie aus der Stadt des Gerichts gefordert wurde, was? Im Leben hatte sie tadellos gedient. Täglich gab sie sich der Herrin des Verlusts hin. Täglich befreite sie sich von der Tyrannei der Erinnerung. Mit der Zeit vergaß sie alles. Ihre Verwandtschaft, ihre Vorlieben, selbst ihren eigenen Namen. Sie legte die ultimative Opfergabe auf den Altar ihrer Hingabe, ihren gelehrten Verstand. Und als sie starb, als sie im Tod erwachte und sich in der fahlen, verblichenen Stadt des Urteils wiederfand, wartete sie darauf, dass die Herrin des Verlusts sie abholte. Vielleicht hat sie auch die Herrin vergessen. 1 Million Seelen und mehr zogen in farblosen Böen an ihr vorbei. Doch keine Hand erschien in ihrer Hand. Keine Stimme flüsterte Anweisungen in ihr Ohr. Kein Zeichen erschien am angeblichen und öden, nein, am ausgeblichenen und öden Himmel. Zeit, körperlose Zeit, strich an ihr vorbei wie Luft. Hin und her. Und noch immer kam die Göttin ihre treue Dienerin nicht holen. Elembor hatte Mitleid mit ihr, soweit der Herr der Toten dazu fähig ist, schritt jedoch nicht ein. Diese Klerikerin, der Herrin des Verlusts, unbeachtet, obwohl sie sich als derart würdig erwiesen hatte, hatte vielleicht noch eine letzte Lektion zu lernen. Nicht die des Vergessens, sondern die des Vergessenwerdens. Aber, so einer würde ich nicht nachfolgen wollen. Die Tafel ist mit alten unleserlichem Text bedeckt. Das ist ständig. Wir haben bis jetzt noch fast keine lesen können, oder? So, jetzt haben wir alles so schön durchsucht. Die stehen immer noch da und gucken. Ah, es sind, glaube ich, nur zwei. Was ist denn das jetzt? 55%, dass ich... Ah, wahrscheinlich, dass man schafft einen Hinterhalt, ne? Dass sie einen nicht bemerken, bis man dort ist, wahrscheinlich, oder? Sollen wir das mal testen? 50-50? Andorm. Okay. Dein Zug. Jetzt machen wir wieder so. Dann kann ich nämlich besser auch die Sichtlinie... Wieso sind denn die hier alle eingesperrt? Das sind ja doch noch ein paar mehr. Ich habe gedacht, es sind nur zwei. Dann wäre es vielleicht noch besser gewesen, wir hätten sie irgendwie einzeln rausgelockt, aber ich weiß gar nicht, ob das möglich ist. Und vor allem der eine steht halt hinter der Tür und hat nur gewartet, dass ich da ankomme. Ne? Oh Gott. Sind die alle dran?
Alle haben böse Pfeile, Bögen und bla. Was sind die jetzt vom Level? Die sind jetzt Level 2. Ah doch, Haseid heißt der. Kampfrausch, Level 2. Das ist, glaube ich, auch ein Mage. Okay, also wir sollten uns hier nicht reinwagen. Und einfach alles ausräubern und einfach wieder rausgehen. Sollen die doch da stehen bleiben. Das heißt aber auch, wenn wir uns jetzt so die Karte anschauen, dann stehen die hier, ne? Hier. Ach ja, guck mal, und das ist der Flur, durch den wir durch sind und wo hier die Türe zu war. Also wenn wir mal zu mehreren sind, dann könnte man hier vielleicht die Banditengrube ausheben, wenn die da noch da sind. Okay, dann gehen wir wieder raus. Wir haben genug gesehen und gehört. Vor allem, er sieht mich halt, ne? Wir gehen wieder, tschüss. Aber wir haben jetzt die Tür geöffnet, sie können uns nachkommen. Oh, ich habe vergessen, mich wieder als Gruppe zu sehen. Du kannst diesen Bereich nicht verlassen, wenn du nicht in einer Gruppe bist. Hä? Sind wir jetzt als Gruppe? Warte. Ah, man sieht es zusammengeschlossen. Ah, okay, alles klar. So, sollen die da drinnen doch verrotten. Okay, jetzt darf sie wieder... Ah nein, nicht in die Dornen da. Und dann gucken wir mal, dass wir den Weg, den Abstieg mal wagen. Die anderen sind alle hier durchgesprungen. Kommen wir da auch durch? Ja. Aber toll, ne? Mit dem Erwachsenen und alles. Ah, hier sieht man jetzt die Oberseite vom Schiff. Hätten die nicht so lange diskutiert. Und vor allem, es sind ja total viele Leute, ne? Gewesen. Die hätten gar nicht wegrennen brauchen. Da sind so viele Blümchen, aber wir können gar keine mitnehmen. Und keine Schaufel, obwohl es so Grabräuber waren. Igidigidi. Schurkenmorchel. Irgendwann wissen wir, wie die Sachen alle aussehen und auf was wir achten müssen. Salze aus Schurkenmorchel. Aber ich glaube, hier ist nichts Besonderes, ne? Hier hat es nicht irgendwie was versprengt. Oh, was ist denn das? Das sieht ungut aus. Alter Siegelkreis. Kommen wir da überhaupt durch? Wir laufen hier dauernd rum und eigentlich sollten wir nach Heilung suchen, ne? Jetzt sehe ich erst, dass ich hier meine Zöpfchen gucken oben aus dem Helm raus. Ist ja voll süß. Also wir gucken uns das mal an. Was ist mit der Rune los? Sieht irgendwie instabil aus. Du näherst dich dem Siegel auf dem Stein. Glitzernde Magie wirbelt willkürlich daraus empor, wie als sei er defekt. Er wirkt etwas gefährlich. Den mag ich aber auch nicht anfassen. Kann sie was anderes machen? Nee, nicht du. Die Klerikerin wollte ich eigentlich. Ach, ich habe wieder falsch geklickt. Ich habe wieder die Personen
angeklickt. Nicht. Nicht hier, oder doch? Hier, ja? Geh mal zur Seite. Dann kommt sie vielleicht auch besser ran. Oder geht es nur Hauptcharakter? Ach, das kann nur der Hauptcharakter machen? Kann aber auch nichts anderes machen. Wir fassen mal an. Wir sind neugierig. Au! Das war, glaube ich, nicht so gut. Huch! Wird die mir zur Hand gehen? Gail! ja? Die Hand schlagen, die Hand packen und ziehen? Viel zu gefährlich, ihm sein Schicksal. Das ist viel zu gefährlich, ihn seinem Schicksal überlassen. Ich bin aber nicht stark. Wer seid ihr? Nur ein Reisender, der zwischen den Reichen feststeckt. Zieht mich raus! Dann stellen wir uns vor. Oh, der ist cool. Der klingt cool. Die Hand packen und ziehen. Ich weiß nicht, ob ich es schaffe. Ich bin ja nicht so stark. Aber oh, Stärke plus 1. Oh, 7. Okay, man soll es wahrscheinlich eher schaffen. 10. 11. Wir haben es geschafft. Okay. Kiri ist stark. Sie will das. Genau so. Weiter, weiter. Zieht weiter. Jetzt zieht es mich gleich mit rein. Ist das mein gewünschter Mage? hallo, ich bin Gail aus Tiefwasser. Verzeiht, ich beherrsche das eigentlich besser. Ist er jetzt mit dem Portal hängen geblieben? Ich gucke sehr skeptisch. Euch vorzustellen? Er hat sich doch vorgestellt. Ach so, er beherrscht es besser, sich vorzustellen. Ich glaube, er beherrscht normalerweise die Teleportation wahrscheinlich besser. Darin die Zeit vorbeikommender Abenteurer nicht zu verschwenden, das will ich doch hoffen. Ich frage ihn einfach mal, ob alles in Ordnung ist. Ein bisschen schockiert. Doch es ist mir Erleichterung und Freude zugleich, eure Bekanntschaft zu machen. Aber ich kenne euch doch, nicht wahr? In gewisser Weise. Ihr wart auf dem Nautiloiden? Upsi. Ihr auch? Du traust diesem Mann nicht, die Waffe ziehen. Vergesst den Nautiloiden. Wie seid ihr in diesen Stein gelangt? Ja, ich war das, ja. Dann kann ich nur davon ausgehen, dass auch ihr einer unangenehmen okularen Penetration ausgesetzt wart. Oh ja. Ich hätte es selbst nicht widerwärtiger beschreiben können. ich könnte mir vorstellen, dass er uns hilft oder vielleicht weiß, wo wir Hilfe bekommen. Fahrt fort. Dieser eingesetzte Parasit, euch ist klar, dass er uns nach einer qualvollen Reifephase zu Gedankenschindern verwandeln wird? Dieser Vorgang wird als Zeremorphose bezeichnet und man sollte ihn lieber umgehen. Ihr seid nicht zufällig Klerikerin, Ärztin, Chirurgin, ungewöhnlich geschickt mit einer Stricknadel, geschickt bin ich. Aber ich will mir nicht ins Auge bohren. Ich kann euch eine Mütze stricken, doch da endet meine Beherrschung der Stricknadel auch schon. Weitläufer, ich kann schlichte Krankheiten und Verletzungen behandeln, aber unbekannte Parasiten übersteigen meine Künste. Ach, das können wohl nur wenige. Es ist keine alltägliche Sache. Ja, durchaus. Wir werden gewiss einen Heiler brauchen, und zwar bald. Vielleicht können wir einander eine helfende Hand reichen und gemeinsam einen Heiler suchen. Klingt gut. Ihr dürft euch mir gerne anschließen. Hervorragend. Geteilter Parasit ist halber Parasit oder so ähnlich. Der erinnert mich irgendwie an den Highlander. Oh, doch bevor ihr nicht glaubt, ihr würdet mit einem höchst unhöflichen Mann auf Reisen gehen, danke, dass ihr mich befreit habt. Es sollte euer Schaden nicht sein, das versichere ich euch, denn ich werde gewiss reichlich Gelegenheit haben, mich für den Gefallen zu
Erwidern? Den Gefallen zu erwidern. Deine Gruppe wird links auf dem Bildschirm angezeigt. Die Tutorials kommen auch zu blöden Zeiten, oder? Die Porträts informieren dich über Gesundheit und Zustand der Charaktere. Okay, jetzt sieht's hier schon besser aus. Ah, jetzt kann ich hier porten, wenn ich will. Okay. Kann ich hier noch was erkunden? Hier ist ein Weg. Hier ist auch noch ein Weg, oder? Wenn ich nicht hier rausgeklettert wäre, sondern hier hinten herumgegangen. Oh Gott, es wird so viel zu erkunden geben. Wie viele Stunden sind wir hier schon beschäftigt und haben eigentlich noch gar nichts getan? Schön, wir haben einen Magier dabei, aber der wird uns nichts helfen. Gegen die Räuber da unten. Aber dann würde ich trotzdem gern da hinten nochmal gucken. Ah, warte mal, ich gucke mal, was er eigentlich ist. Und Level Up kann er auch machen. Er ist ein Magier, was sehr schön ist. Wenigstens eine intelligente Person. Und er sieht auch sehr schick aus, finde ich. Und er kann Level Up machen. Was ist da immer noch so extra voll lädt? Spezialisierung verfügbar. Okay. Der Magier. Unterklasse Hervorrufung. Die hat es jetzt automatisch genommen. Hervorrufungszauber kanalisieren Elementarenergie in mächtige Angriffe und Verzauberungen. Wer sich auf diese Schule spezialisiert, ist als Hervorrufer bekannt. Hervorrufungszauber von Schriftrollen zu lernen, kostet dich nur 25 Gold anstatt 50 Gold pro Zaubergrad. Ist das Gold, wenn man von der Schriftrolle was lernt? Initiative plus 1, okay. Zwei Zauber, die kann ich noch aussuchen. Unterklassenmerkmale, Gelehrter der Hervorrufung. Und Zauberformen. Erschaffe sichere Bereiche in deinem Hervorrufungszaubern. Verbündete Kreaturen haben automatisch Erfolg bei Rettungswürfen gegen diese Zauber und erleiden durch sie keinen Schaden. Das heißt, es gibt bei ihm kein Friendly Fire? Das wäre nice. Okay, schauen wir mal, was er für Zauber hat. Beziehungsweise welche er memorizen soll. Es hat einmal Burning Hands. Person mit Zaubern, chromatische Kugel, sprühende Farben, Selbstverkleidung, rascher Rückzug, falsches Leben, Federfall, Rauten finden, Eismesser, Sprung verbessern, lange Schritte, magisches Geschoss auf alle Fälle, Schutz vor Gut und Böse, Strahl der Übelkeit, Schild und Taschas grässliches Gelächter versetze eine Kreatur von Lachen in den Zustand, liegend, ohne dass sie aufstehen kann. Das ist so albern, dass es schon wieder gut ist. Kann man das auch zweimal? Nee, einmal. Ich glaube, ich mache noch den Gift. Der ist auch ranged. Machen wir mal die zwei. Wobei, das müssten dann doch neue Zauber sein, oder? Weil hier sind die Vorbereiteten. Ja, aber er kann ja nicht nur zwei Zauber. Ja, die kann er schon alle. Ach ja, und die anderen habe ich dazu genommen, jetzt die und die. Jetzt könnte ich natürlich da was wegnehmen. Donnerwoge. Oha. Sleep. Hexenpfeil. Ich glaube, Schmieren mache ich weg. Da mache ich lieber Magic Missile noch dazu. Machen wir mal so. Okay. Jetzt sind wir alle Level 2. Gut, dann gucken wir jetzt mal noch dahinter. Wir bleiben mal ein bisschen auf dem Weg. Oder so hängen bleiben. Was ist das? Zerrissene Netzfalle. Ja, auch von den Banditen.
Kaputt, liegt wohl schon länger hier. Und wenn man da reintritt, dann zieht es einen hoch. Aber wenn sie kaputt ist, nicht. Oh, da stehen auch noch mal welche. Guck mal. Die Frage ist, wie viele? Ach nein, hier ist Lesel. Da, guck mal. Ah, den haben wir vorhin gesehen im Video. Glaubt ihr, es ist gefährlich? Natürlich, eins von den Dingern hat Zorros komplette Truppe niedergeschlagen. Also lasst es in Ruhe. Wollen es die Goblins kriegen? Nein, wir bringen es zum Hain. Ach, die beiden haben haben sie eingefangen. Sie ist in so einem Käfig gelandet. Zoro hatte recht. Gelb wie eine Kröte. Doppelt so hässlich. Das Ding ist gefährlich. Soll es doch die Goblins töten. Sollen es doch die Goblins töten. Und wenn es ausbricht? Wie? Oh, ein Gast. Ein Schädel pocht unter dem wütenden Blick der Gefangenen. Ihre Lippen bewegen sich nicht, aber du hörst ihre Stimme. Ja, wir können ja kommunizieren. Wir sind ja eins. Werdet sie los. Sehr fordernd für eine Frau in eurer Position. Warum sollte ich? Keine Sorge, ich lasse sie verschwinden, auf die eine oder andere Weise. Die Kreatur ist gefährlich, verschwindet und überlasst sie mir? Schießt sie runter, wir müssen sie töten, bevor sie Leid anrichten kann. Die Tieflinge angreifen. Ich versuch's nochmal mit Täuschung. Gefährlich! Okay, ist wieder Mittel. Vielleicht... doch, wir gucken mal, wir machen einen Bonus dazu. Oh, sehr gut. Und wenn ich den Bonus mal weglasse, dann würfel ich bestimmt total bescheuert. Sie hat recht. Lass uns die Explosion untersuchen. Eine Explosion? Drückt euch genau aus. Nicht mitgekriegt? Hat unser Lager gut durchgeschüttelt. Soll ich das Glück nochmal herausfordern? Oh, ich habe ja noch göttliche Führung. Überzeugen. Och, ist ja sehr einfach bei denen. Ja dann. Brauche dringend Heilung. Zeigt mir euer Lager. Northwest. Im Nordwesten. Wendet euch an Nettie. Sie kann jede Wunde heilen. Und seid vorsichtig, es ist alles voller Goblin-Fallen. Komm, Nymessa. Genug gegafft. Holt mich runter. Sagt schön, bitte. Ich glaube, die werde ich bald los. Irgendwo abladen. Die ist mir zu böse. Ihr wisst ja, wie ich immer spiele, ne? Die ist so ein bisschen fies. Jetzt, wo sie weg sind, ich könnte auch einfach weggehen. Okay, ich lasse sie natürlich runter. Ich bin ein guter Mensch, ein gutherziger. Guck, die sind noch gar nicht ganz weg. Ach, die gehen jetzt den Weg hoch, oder? War da nochmal so ein Pilz? Ich sag ja, wenn ich nachher weiß, wie die aussehen, dann muss ich gar nicht die Alt-Taste benutzen. Bogen! Ist ihre? Wie komme ich denn jetzt an sie ran? Haha. Muss ich wieder hier hoch? Weil ich sie sonst gar nicht sehe. Ah, ich muss jetzt wahrscheinlich durchschießen. Und falls man eben selber noch keine Fernkampfwaffe hat, liegt da der Bogen. Ich meine, ich will sie nicht erschießen. 100%. Da, komm. Ach, ist es sauer, weil sie Ich kann sonst nicht... Ich kann da nicht irgendwie oben... Ah, jetzt.
jetzt. Ne? Weg ist unterbrochen. Ah, ich sehe, ich komme hier gar nicht. So. Ich treffe das gar nicht. Also, aber den Boden. Okay. Befreie Lazelle. Die Larve hat euch also noch nicht mit dem gesamten Verstand verschandelt. Aber je länger wir warten, desto mehr verschlingt sie. Also die hat total Panik davor. Meine Leute haben ein Heilmittel für diese Infektion. Ich muss eine Krippe finden. Ihr werdet mit mir kommen. Eine Krippe? Vorsicht, sie betrachtet Feindfreundlichkeit offenbar als Schwäche. Lasst ihr bloß keinen Vorteil. Was genau ist eine Krippe? Sie ist vieles. Aufzuchtsanstalt, Übungsgelände, Unterkunft. Das Githyanki-Protokoll ist eindeutig. Wer mit einer Geiglife-Larve infiziert ist, muss sich zur Läuterung beim Gustil melden. Okay, aber dann weiß sie wenigstens tatsächlich, wie man damit umgehen muss. Dann reisen wir zusammen und suchen diese Krippe. Ihr habt eine Verbündete aus der Krippe Clear gewonnen. Das haben noch nicht viele geschafft. Nennt mich Lazelle. Ich traue eurem Urteil, aber ihr nicht. Nicht, ehe ich sie nicht einschätzen kann. Ihr habt eine spitze Zunge, Elfe. Ich wünschte, euer Verstand wäre so scharf. Ich, Halbelfe, ich schätze, der feine Unterschied ist an jemanden wie euch verschwendet. Kommt, die Gehörnten haben ein Lager erwähnt. Einer dort, dieser Zorro, hat Githyanki gesehen. Ich muss eine Krippe in der Nähe sein. Wir fragen diesen Zorro, wo er meinetwegen Gleimer einesgleichen gesehen hat. Ach, sie weiß gar nicht, wo. Oh, ich finde es schade, dass man nicht selber sagen kann, dass man im Text weiter möchte. So wie es in anderen Spielen ganz normal ist. Und auch in Baldur's Gate normalerweise. Dass man nicht anklicken kann und sagen, jetzt geht's weiter. Oder ist mir irgendwas entgangen? Also ich habe bis jetzt noch nichts gefunden. Ist schwierig. Oder dass man nicht hier wenigstens den Text hier an der Seite hat. Fände ich eigentlich ganz gut. Nur Kampfprotokoll. Ach, sie kann jetzt auch Level Up haben. Waldläufer hat ein Ausrufezeichen. So, dann kann man die einzelnen Dinger. Okay, einzeln sehen. Okay. So, beim Kämpfer ist ja nicht so wahnsinnig viel. Der hat halt einfach Level Up und hat jetzt Tatendrang. Erhalte sofort eine zusätzliche Aktion, die du in diesem Zug einsetzen kannst. Jo. Nehmen. Was es hier auch überhaupt nicht gibt, ist, dass man sagt, wie es in den ganzen alten Spielen war, man konnte da ja immer sagen, dass die automatisch geskillt und gelevelt werden sollen, dass man das nicht selber machen muss, sondern dass die wie vorgesehen einfach immer Level Up haben. Gibt es hier irgendwie auch nicht. Jetzt holen wir uns einfach noch den Bogen da. So, wo sind wir denn? Jetzt gucken wir mal noch hier rüber. Die sind ja jetzt aber auch hier durchgelaufen, ne? Eigentlich wieder zu der Ruine, aus der wir gerade gekommen sind. Ich dachte, die wären da rumgelaufen. Dann sind wir nämlich wieder da. Okay. Oh, da steht noch ein Wagen. Das ist auch ein Netz gerade gewesen. Hat irgendwas gelesen. Ja, doch nicht. Also ich habe ja nicht Divine Divinity, also das Neue gespielt. Weiß nicht. Beschädigte Fußangel. Ob das bei der Steuerung eher auch so komisch ist. Noch eine kaputte Falle.
Hier ausgelegt. Aber alle kaputt. Okay, da ist nichts drin. Hier kommen wir wieder runter zum... Ach ja, ich muss sie mitlaufen lassen, sonst bleibe ich oben von der Ansicht her. Warte mal. Jetzt laufen wir mal hinter ihr her. Ach, jetzt geht das wieder nicht mit der Kamera. Nein, nicht reden, bitte nicht reden. Schon wieder Geschwätz. Ah ja. Eure Züge sind ungewöhnlich. Githyanki sind hier nicht gerade häufig. Ihr habt wohl noch keinen gesehen. Nee, ich dachte zuerst, du bist ein Ork. ich habe von euresgleichen nie gehört, bis ich gefangen wurde. Ich bin euch wohl ebenso fremd wie ihr mir. Ich weiß, dass es euresgleichen gibt, aber ich begegne euch nicht oft. Eure riesige, fleischige Nase sieht irgendwie falsch aus. Und deine flache, platte Nase sieht auch irgendwie merkwürdig aus. Hatte die nicht jetzt gerade eine andere Nase vorher? Jetzt hat sie plötzlich eine normale? Hä? Na bitte, so groß ist sie nun auch wieder nicht. Ich glaube, wir sind jetzt nicht fies zu ihr gegenüber. Ich glaube, gleich und gleich. Oder es sei denn, es ist bei denen so üblich und sie findet es gut. Ich kann es als Kompliment ansehen. Das ist eben die Frage. Vielleicht erwartet sie, dass wir ihr Paroli bieten. Eure aufwärts gebogene Fledermausnase ist auch nicht hübscher. Hübscher ist eine Meinung, ökonomischer ist meine gewiss. Würdevoll. Ja, ja, ja. Wisst ihr viel über Gedankenschänder? Ich weiß vieles, was ihr nicht versteht. Ich kenne das Heilmittel für unsere Krankheit. Wir müssen unbedingt eine Krippe finden. Ihr solltet mehr beobachten und weniger fragen. Ach, dich klicke ich eh immer nur aus Versehen an. Ja, komm. Ich wollte ja eigentlich nur hier runterlaufen. Warte mal, wir gucken mal ins Questlog, weil wir haben ja lauter neue Sachen. Befreie Lezelle haben wir schon gemacht. Tochter der Dunkelheit. Reise mit Schattenherz weiter. Ach, das sind jetzt so die Sachen, die die Begleiter angehen. Wir erfuhren, dass Schattenherz Baldurs Tor erreichen muss, um eine Mission für ihre Gottheit zu erfüllen. Und was es bei dieser Mission genau geht, ist aber ein Geheimnis. Okay. Und dann haben wir sie. Und sie will eben, dass wir... Ah ja. Die Githyanki-Kriegerin ist zu unserer Gruppe gestoßen. Sie hat versprochen, dass wir in eine Githyanki-Krippe von unseren Parasiten geläutert werden können. Ein Tiefling namens Zorro hat noch andere Githyanki gesehen. Wir sollten ihn aufsuchen und fragen, was er weiß. Und der Magier namens Gale hat sich der Gruppe angeschlossen. Er behauptet, dass er auf dem Nautiloiden gewesen sei, was bedeutet, dass er ebenfalls infiziert ist. Dann müssen wir die Krippe finden und die... Heilerin, oder eine Heilerin. Ah, das ist aber die Heilerin der, Tieflinge. Genau. Gut. Dann gucken wir mal. Sehen wir hier irgendwo, in welche Richtung wir müssen? Ich glaube... Ah ja, hier. Die Map. Okay, in der Richtung. Aber ich würde gerne noch hier unten links eher alles ein bisschen erkunden. Wir wollen doch hier nichts schwarz lassen. Huch, ah, heiß! Ah, und jetzt bleibt sie auch noch drin stehen! Ein Githyanke schließt sich unserer Gruppe an. Mit einer solchen Zusammenarbeit hätte ich nicht gerechnet, aber dennoch ist sie willkommen. Erzählt mir ein wenig mehr über euch. Also schön, ich stamme aus Tiefwasser, der prächtigen Stadt. Bin Magier von beträchtlichem Ruf und außergewöhnlicher Gelehrsamkeit. Ich habe eine Katze.
eine Bibliothek und eine Schwäche für gute Weine. Und wenn ich in Stimmung bin, versuche ich mich auch an der Dichtkunst. Der ist nice. Ich will nicht von euren Steckenpferden erfahren. Könnt ihr mir nicht etwas über euer wahres Ich erzählen? Nicht aufhören. Ihr müsst viele Geschichten über eure Abenteuer als Erzmagier zu erzählen haben. Reicht euch das nicht, das Überblick? Versuchen, in seinen Verstand zu spähen, wenn er nicht aufmacht, reinschleichen. Weiß ich nicht. Nee. Okay. Keine Zeit zum Quatschen. Lauf mal weiter, hier ist es heiß. Ah, okay, sie ist schlau, sie springt drüber. Sie versucht drüber zu springen und schafft es nicht. Warte mal, aber hier komme ich doch, komme ich hier runter? Eigentlich schon, das sind so Stufen. Und hier unten, ah, hier unten waren wir ja schon. Wobei, nee, wir waren hier. War nicht da. Ist das riesig. Ja, dann gehen wir mal hier runter. Dann können wir hier vielleicht noch was schnetzeln. Ah. Oh, die Cam. Toter Goblin. Sind das die Goblins, die hier angeblich alles im Griff haben? Er ist auch verletzt. Auch verletzt noch gefährlich. Hütet euch. Lebt da einer noch? Alle tot? Oder habt ihr was anderes entdeckt, was ich nicht gesehen habe? Wo ist der Magier? Ah, wo ist der Magier? Kann das nur oben? Kommst du bitte mit? Oh, vielleicht kommt er gleich. Goblin-Krummsäbel. 30. Ich bin halt gerade ziemlich goldgierig. Also ich meine, ich will das Zeug alles irgendwann verkaufen. Ich weiß nur nicht wann. Ein Goblinbogen. Ich könnte mal ein bisschen... Wie war das nochmal, wenn man die anderen auch... Ja, so. Aber wenn ich jetzt ihr alles gebe und sie nachher rausschmeiße, dann ist alles weg. Jetzt geben wir mal ihm so ein paar Sachen. Bei ihnen will ich schon behalten. Ringpasser, aber die hat wahrscheinlich eine gute Rüstung, der 15. Einfach damit ihr sie nicht ganz so viel rumschleppt. Die hat ja auch schon richtig viel. Ja, weil ich mit der auch schon einiges aufgehoben habe. Schriftrolle Schutz vor Bösen, das kann sie behalten. Burning Hands geben wir vielleicht mal ihm. Und Zauber erlernen. Als Schüler der arkanen Künste können Magier neue Zauber erlernen, indem sie bestimmte Zauberschriftrollen studieren, statt sie zu verwenden. Das probieren wir nämlich jetzt gleich aus. Ich glaube, Schutz vor Gut und Böse kann er schon, ne? Mal gucken. Zauber wirken. Ah, da muss ich wahrscheinlich auf ihn dann gehen, dass es überhaupt geht, oder? Zauber erlernen. 25 Gold. Das kostet tatsächlich. Wie viel Geld haben wir denn? Aber wir haben ja einiges. Wir haben ja so viel gelootet schon. Wo steht denn unser Geld? 69. Die haben alle Unterschiede. Wird das nicht geschert? Kann ich ihm Geld geben? Das heißt, ich muss mit ihm extra Geld looten? Das ist nicht... Das müssen wir mal gucken. Sie, wenn ich da Gepäck aufmache und an das Geld gehe... Gold stellt deinen gesamten Wohlstand dar. Verwende es, um Ausrüstung zu kaufen und andere Charaktere zu bestechen. Kann ich das auch teilen? Da ist es. Ah, okay, dann kann ich es doch teilen. Senden an Gale. Das
Jetzt hat er alles und ich nichts. Ach, egal. Der muss Sprüche lernen. Zauber lernen. So. Neuer Zauber, Burning Hands. Gut. Und? Magierstufe zu niedrig, okay. Und? Dann kann er den nämlich auch. Schutz vor Gut und Böse. Ach, der kann den, aber ich weiß, war, glaube ich, ein ähnlicher. Okay. Vielleicht sollte sie dann auch mal hier noch eine Heilung machen auf Siri. Damit sie nicht so schlimm aussieht. Oh Gott, ich werde nie hier rauskommen. Und jetzt stehe ich wieder oben. Ja, super. Natürlich auch hier außen rumlaufen. Dann spare ich mir hier die Klippe. Das Feuer. Und vielleicht irgendwelche Gegner. So, warum? Ah, Doppelklick. Doppelklick. Ah, und dann folgt man dem. Aber man sieht halt oben nichts. Das ist. Ah, eine Schaufel! Eine Schaufel! Wie nice! Wir sollten nichts nachsehen, aber vorsichtig. Keine Aktion möglich? Ah, muss warten. Da kommt eine Kiste raus. Mit Pfeilen. Pfeile haben wir schon. Oh, da habe ich wieder ein bisschen Geld. Und das steht jetzt, dann können wir ja die anderen Fässer auch heben. Sehr nice. Jetzt haben wir sie wieder. Jedes Mal! Ich tue sie, weil die so groß ist! Ich will dich nicht anklicken, ich will hier! Ich will zu meinen. Ah ja, ich tue auch gerade erkunden. Ich wollte eigentlich nochmal hoch und zu den ganzen Wegpunkt entdeckt. Okay. Hier? Kann ich deine Pflanze mitnehmen? Nee. Warte mal, jetzt bin ich. Oh, ich bin weiter hochgelaufen. Ich wollte eigentlich hier hin. Nein. Das heißt, wenn ich jetzt. Aber dann muss ich wieder ganz durch die Ruinen. Ich bin jetzt halt komplett falsch gelaufen. Wenn ich jetzt hier hinklicke. Okay, dann porte ich da einfach hin. Alles klar. Ich dachte, ich wäre hier wieder zurückgelaufen. Eigentlich kann man so fast besser. Warte mal, wie weit können wir rauszoomen? So? Ich glaube, hier sind wir gut. Hier ist die andere Kiste. Aber dann sieht man halt nicht viel. Ich will ja wissen, was hier los ist. Oha. Dunkelsicht. Ah, wir haben eine Elfe dabei. Wenn ich ihn jetzt anklicke, kann er ja da auch dran, genau. Dann geht wenigstens der andere weg. Hat mich in Baldur's Gate 1 immer so gestört. Und dann den einen immer erst weg. Dass der immer weg musste erst, weil der andere sonst nicht an die Kiste gekommen ist und so weiter. Gut, dann können wir das nämlich jetzt löschen. Den haben wir gefunden. Und dann gucken wir den anderen noch. Den hier. Super, wenn die immer so schön entdeckt. Und wenn da so schöne Sachen drin sind, die man wirklich brauchen kann, was ist das? Rang des Sprechens mit Tieren. Ja, das kann sie gerne haben. Und dann können wir die nämlich auch entfernen. Löschen. Ja, schön. Eigentlich könnten wir ja dann hier jetzt trotzdem hinporten. Und von unten alles nochmal erkunden oder halt. Warum ist hier jetzt wieder so ein Schild? Was bedeutet das? Keine Ahnung. Den haben wir schon. Und dann können wir nämlich dieses Schiff
noch komplett erforschen.